Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in den letzten beiden Vorlesungen mit den Begriffen der Rekurrenz und Transienz von Zuständen, wie auch der Erreichbarkeit und der Kommunikation von Zuständen untereinander auseinandergesetzt haben, soll es in der heutigen Vorlesung um weitere Werkzeuge gehen, mit der man die Rekurrenz bzw. die Transienz eines Zustandes überprüfen kann. Schauen wir uns das im Detail einmal genau an. Die Aussage des ersten Satzes ist das folgende. Ich nehme mir hier eine Funktion h her, die von unserem absehbar unendlichen Raum e in den Raum der nicht negativen reellen Zahlen geht. Mit anderen Worten, dadurch, dass e abzählbar ist, können Sie eine Abzählung von e wählen und dann können Sie die Funktion h auch als einen Spaltenvektor mit Werten komponentenweise in dem Raum der nicht negativen reellen Zahlen betrachten. Und für diese Funktion h möchte ich fordern, dass wenn ich den Generator, das war ja nichts weiter als die stochastische Matrix minus die Identitätsmatrix, wenn ich diesen Generator auf diese Funktion h anwende und punktweise auswerte, dass die Auswertung dieser Funktion wiederum eine reelle Zahl ergibt, die diesmal aber kleiner gleich 0 ist. Und das soll gelten halt für jedes x aus unserem Zustandsraum e. Und zusätzlich möchte ich noch fordern, dass es mindestens einen Zustand gibt, hier mit y bezeichnet, der zudem die Eigenschaft hat, das gilt, dass wenn ich den Generator auf diese Funktion anwende und in diesem Zustand y auswerte, dass dann ein Wert rauskommt, der strikt kleiner ist als 0. Und dann folgt, dass dieser Zustand y transient ist. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Und dazu möchte ich mit einer ersten Beobachtung starten, die erstmal problemunabhängig ist. Ich nehme mir also eine beschränkte Funktion f her, von unserem Zustandsraum in die reellen Zahlen, und ich fixiere eine natürliche Zahl n. Und dann möchte ich mir angucken die folgende Differenz, nämlich das n-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix P angewendet auf unsere Funktion f und das ausgewertet in x minus die Funktion an der Stelle x. Jetzt müssen wir uns erstmal kurz Gedanken machen, ist dieses erste Objekt hier wohl definiert? Also wir wissen ja, dass die n-fache Potenz einer stochastischen Matrix wiederum eine stochastische Matrix ist. Aufgrund der Tatsache, dass ich angenommen habe, dass die Funktion f beschränkt ist, ist natürlich die Reihe, die hier an der Stelle steht, nämlich dass er nichts weiter als die Summe über alle y, en xy, f von y, konvergent. Ich kann nämlich einfach als Majorante das Maximum oder eine obere Schranke der Funktion rausziehen und dann summiert sich das Ganze ja auf 1. Also dieser Ausdruck hier ist erstmal wohl definiert. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte diese Differenz als eine Teleskopsumme darstellen. Und zwar, das liest sich wie folgt, das ist das gleiche wie Summe k gleich 0 bis n minus 1. P hoch k plus 1 angewendet auf die Funktion f, ausgewertet in dem Punkt x, minus p hoch k angewendet auf die Funktion f, ausgewertet in x. Sie sehen, von dieser Differenz bleibt nur übrig der erste Term, nämlich wenn ich für k hier vorne n minus 1 einsetze, dann steht hier nämlich genau p hoch nf. Und auf der anderen Seite bleibt nur übrig der Term, wenn ich hier im hinteren k gleich 0 einsetze. Alle anderen Terme fallen sukzessive raus. Und jetzt sehen Sie, was man hier an der Stelle erreichen kann. Ich kann ja, das ist ja das k plus 1-fache Matrixprodukt, ich kann das ja auch schreiben als das k-fache Matrixprodukt dieser stochastischen Matrix p, multipliziert mit der stochastischen Matrix P. Und dann kann ich natürlich nach vorne ausklammern diese k-fache Matrixpotenz. Da bleibt natürlich nichts weiter hier stehen, wenn ich das ausklammere, als PF, ausgewertet an der Stelle X, minus die Identitätsmatrix angewendet auf F, ausgewertet an der Stelle X. Was ja nichts weiter ist als unser Generator. Damit haben wir also folgende Darstellung dieser Differenz erreicht, nämlich für jedes n gilt, dass die n-fache Matrixpotenz der stochastischen Matrix P angewendet auf f minus f das gleiche ist wie diese Summe k gleich 0 bis n minus 1
das k-fache Matrixprodukt angewendet auf den Generator, der angewendet wird auf die Funktion f. Und das gilt natürlich für jedes x aus unserem Zustandsraum. Kommen wir jetzt also zu dem eigentlichen Beweis. Nach Voraussetzung haben wir hier eine Funktion h, die die Eigenschaft hat, dass der Generator angewendet auf die Funktion h kleiner gleich 0 ist. Und um sozusagen uns ein bisschen die Schreibarbeit zu ersparen, möchte ich eine neue Funktion g einführen, die nichts weiter ist als minus Generator angewendet auf die Funktion h. Und nach Voraussetzung ist das natürlich diese Funktion g nicht negativ. Und insbesondere wissen wir auch, dass die Funktion an der Stelle y positiv ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, was für ein festes n mit dieser Funktion, wie ich die Funktion h abschätzen kann. Also h an der Stelle y, das kann ich natürlich nach unten abschätzen durch h an der Stelle y minus dieses n-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix P angewendet auf h, ausgewertet an der Stelle y. Dadurch, dass das hier eine nicht negative Zahl ist, ergibt sich hier draus eine untere Schranke. Jetzt sehen wir natürlich, das ist genau in der Form, wie wir sie hier oben gefunden haben, bis auf ein Minusvorzeichen. Also wenn wir diesen ersten Ausdruck komplett mit minus 1 beide Seiten multiplizieren, erhalten wir natürlich sofort, dass wir diese Differenz auch darstellen können als die Summe k gleich 0 bis n minus 1 p hoch k, also dieses k-fache Matrixprodukt angewendet auf unsere Funktion g ausgewertet in y. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte einmal dieses Matrix-Vektor-Produkt, diese Anwendung dieses Operators p hoch k auf die Funktion g, was ja synonym ist, in unserem Setting eines absehbaren endlichen Zustandsraumes explizit ausschreiben. Und das ist nichts weiter als das Folgende, nämlich, das ist die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum, das Matrixelement pkyz, angewendet oder multipliziert mit der Funktion g an der Stelle z. Jetzt sehe ich natürlich, die Funktion g war nach dem, was wir uns überlegt haben und nach Voraussetzung nicht negativ. Das heißt, die Matrixelemente pkyz sind natürlich auch nicht negativ. Also kann ich hier natürlich eine untere Schranke erreichen, indem ich aus dieser Summe Terme weglasse. Und ich möchte alle Terme weglassen, bis auf den Term, dass z gleich y ist. Wenn ich das tue, erhalte ich natürlich zum einen diesen Beitrag von g von y. Der hängt natürlich nicht mehr von dieser Summation über k ab, den kann ich noch vorziehen. Und was übrig bleibt, ist noch das Matrixelement pkyy. Also haben wir jetzt folgende Darstellung gefunden, wenn ich jetzt noch diese Funktion g von y teile, was ich ja darf, da g von y nach Voraussetzung positiv ist, dass ich diese Partialsumme, die Summe k gleich 0 bis n minus 1 von diesem Matrixelement p kyy nach oben abschätzen kann durch die Funktion h von y geteilt durch g von y. Und das gilt natürlich für jedes n. Was haben wir jetzt damit erreicht? Wir wollen ja nachweisen, dass der Zustand y transient ist. Also schauen wir uns doch die folgende Reihe an, nämlich die Summe k gleich 1 bis unendlich von pkyy. Wenn wir wissen, oder wenn wir nachgewiesen haben, dass diese Reihe konvergiert, dann folgt aus Satz 2.1 sofort die Transienz des Zustandes y. Diese Reihe kann ich jetzt natürlich wie folgt darstellen, als den Limes n gegen unendlich von dieser Partialsumme, nämlich der Summe k gleich 0 bis n minus 1 von pkyy. Und weil ich hier einfach den nullten Ordnungsterm hinzugenommen habe, was ja einfach nur ein Wert 1 ist, habe ich hier eine obere Schranke erhalten. Jetzt haben wir ja natürlich aufgrund dieser Vorüberlegung gesehen, dass wir diese Summe nach oben abschätzen können durch diesen Bruch h von y geteilt durch g von y. Dadurch, dass y fest ist und die Funktion h Werte annimmt in den positiven, nicht negativen reellen Zahlen,
wissen wir natürlich ausgewertet an der Stelle y, dass das eine endliche Zahl ist. G war nach Voraussetzung positiv, also ist dieser Bruch strikt kleiner als unendlich. Und damit haben wir nachgewiesen, dass der Zustand y transient ist. Wir sehen also durch diese Wahl einer geeigneten Funktion h, die geeignete Eigenschaften bezüglich des Generators hat, kann man die Transients nachweisen. Und derartige Funktionen nennt man auch Lyapunov Funktion. Ich möchte sozusagen diese Formel, die wir hier kennengelernt haben, nämlich die Darstellung einfachen Matrixproduktes der stochastischen Matrix angewendet auf eine Funktion minus die Funktion selber, also das ist nichts weiter als das nullfache Matrixprodukt, wenn man es so sehen will. Und der Zusammenhang mit dem Generator, den würde ich gerne erweitern wollen auf den Fall, dass ich statt dieser deterministischen Zahl n eine zufällige Zahl einsetzen möchte. Und das wird sozusagen hilfreich sein für weitere Rekurrenz-Transienz-Kriterien. Und das ist möglich und das versteht man unter dem Begriff der Dünken-Formel. Das ist die Aussage des folgenden Satzes. Also ich nehme mir wieder hier eine Nü-P-Barkov-Kette, die ich mit xn bezeichnen möchte. Die soll Werte annehmen in meinem Zustandsraum E. Und weiterhin betrachte ich eine Stoppzeit t, die die Eigenschaft haben soll, dass für jeden Startwert x der Erwartungswert von dieser Stoppzeit endlich ist. Und dann gilt für jede beschränkte Funktion f die folgende Aussage, nämlich dass der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt der Stoppzeit t minus der Funktion f an dem zum Startzeitpunkt, also am Wert der x, das gleiche ist wie der Erwartungswert bei Start in x von dieser Summe k gleich 0 bis t minus 1 vom Generator lf ausgewertet oder angewendet auf ausgewertet am Zustand des Prozesses zum Zeitpunkt. Und das gilt jetzt für jeden Startzeitpunkt. Um zu sehen, dass das wirklich mit der Formel, die wir gerade eben betrachtet haben, übereinstimmt, können wir natürlich wählen, eine ganz spezielle Stoppzeit, nämlich t von Omega ist gleich n, wobei n einfach eine natürliche Zahl ist. Wir wissen bereits, jede deterministische Zahl gibt uns auf diese Art und Weise eine Stoppzeit und offensichtlich ist dann die Bedingung für den Erwartungswert auch erfüllt, weil dieser Erwartungswert ist gerade n für alle x aus meinem Zustandsraum. Was dann hier steht, ist ja nichts weiter als der Erwartungswert bei Start in x von f von x t und t nimmt ja gerade den Wert dieser deterministische Zahl n an und diesen Erwartungswert kann ich ja aufgrund von Korollar 1,9 auch schreiben als das n-fache Matrixprodukt angewendet auf die Funktion f ausgewertet im Zustand x. Das ist genau diese linke Seite hier. Wir ziehen auch wieder ab die Funktion ausgewertet in diesem Punkt x. Das geschieht auch hier. Und auf der anderen Seite, wenn wir hier natürlich die zufällige Zeit t aufgrund unserer Wahl durch diese deterministische Zahl n ersetzen, sehen wir natürlich auch, dass wir hier einfach aufgrund der Linearität des Erwartungswertes diese endliche Summe aus dem Erwartungswert rausziehen können. Was dann übrig bleibt, ist auch wieder der Erwartungswert bei Start in x von Generator angewendet auf die Funktion f ausgewertet im Punkt dieses Prozesses zum Zeitpunkt k. Und das kann ich natürlich, diesen Erwartungswert kann ich auch wieder ausdrücken als das k-fache Matrixprodukt angewendet auf diese Funktion lf bzw. auf diesen Vektor lf ausgewertet im Startzeitpunkt x. Das ist genau das, was hier steht. Also insofern sehen wir, dass diese Formel in der Tat, also die Dünken-Formel in der Tat, eine Verallgemeinerung der Formel ist, die wir zuvor durch einfach diese Teleskopsummenbildung hergeleitet haben. Schauen wir uns also den Beweis an, wie man vorgeht im Falle einer Stoppzeit.
Dazu möchte ich zunächst folgende Vorbetrachtung anstellen. Also wir wissen, dass wenn wir eine Stoppzeit t haben und uns fragen, oder dieses Ereignis, dass die Stoppzeit einen Wert annimmt, kleiner gleich n minus 1, dann aufgrund der Definition der Stoppzeit wissen wir, dass dieses Ereignis ist messbar bezüglich dieser natürlichen Filtration, bezüglich diesem Prozess x, der abhängt, also dieses Ereignis hängt ab nur von dem, was der Prozess vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt n minus 1 macht. Das war die Definition einer Stoppzeit. Das gilt natürlich für jedes n. Was wir jetzt machen oder was ich jetzt machen möchte, ist das Folgende. Ich möchte mir einmal angucken, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x des Ereignisses, dass der Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit Minimum n gerade den Wert y annimmt. Und jetzt können natürlich hier zwei Fälle eintreten. Der erste Fall ist, dass die Stoppzeit t einen Wert kleiner gleich n minus 1 annimmt, oder das Gegenereignis wäre, dass die Stoppzeit t einen Wert größer als n minus 1 annimmt. Und dadurch, dass ich hier jetzt zwei disjunkte Ereignisse habe, habe ich einfach die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes px benutzt, um sozusagen die Summendarstellung zu erreichen. Was ich jetzt mir im Detail angucken möchte, ist diese zweite Wahrscheinlichkeit. Mit dem Ziel, die Markov-Eigenschaft bzw. die starke Markov-Eigenschaft anzuwenden. Was ich jetzt hier erstmal machen möchte, ist, ich möchte in einem ersten Schritt, dadurch, dass wir ja wissen, die Stoppzeit ist größer als n minus 1, bleibt hier ja nur übrig, der Prozess zum Zeitpunkt n soll den Wert y annehmen, und ich möchte jetzt einfach disjunkt schneiden mit den Ereignissen, wo der Prozess zum Zeitpunkt n minus 1 ist. Und das sind sozusagen alle Punkte z in meinem Zustandsraum. Und dann habe ich hier, also das habe ich einfach hier eingefügt als disjunkte Zerlegung dieses Ereignisses, habe die Sigma-Additivität benutzt und dann habe ich noch benutzt die Fallunterscheidungsformel, um diese bedingte Wahrscheinlichkeit zu erzeugen, indem ich einfach diese mit dieser Wahrscheinlichkeit multipliziert habe und durchgeteilt habe, und im Falle von, dass dieses Ereignis die Wahrscheinlichkeit 0 hat, benutzen wir hier die Konvention, dass 0 geteilt durch 0 wieder 0 ist. Was sieht man jetzt hier in dem hinteren Ereignis? Dieses Ereignis, wie wir ja schon bemerkt haben, ist messbar bezüglich der Trajektorie oder bezüglich des Prozesses oder alles dessen, was der Prozess macht zwischen dem Zeitpunkt 0 und dem Zeitpunkt n minus 1. Das heißt, wir sind hier wunderbar in der Form dessen, um den Satz 1,10 anzuwenden. Und mithilfe dieser verallgemeinerten Markov-Eigenschaft erhalten wir an dieser Stelle, dass wir diese bedingte Wahrscheinlichkeit auch schreiben können, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x zum Zeitpunkt 1, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt 1 im Zustand y befindet. Und das ist ja nichts weiter als genau dieses Matrix-Element der stochastischen Matrix an der Stelle zy. Und hier vorne, das ist nur abgeschrieben. Was erhalten wir jetzt hier daraus? Wir sind ja an diesem Erwartungswert interessiert. Wir wollen das jetzt ins Spiel bringen. Also schreibe ich einmal diesen Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f ausgewertet an der Stelle des Prozesses x zum Zeitpunkt t Minimum n explizit aus. Das ist also nichts weiter anderes als die Summe über alle y aus e, f von y, mal der Wahrscheinlichkeit, dass bei Start in x der Prozess zum Zeitpunkt t Minimum n den Wert y annimmt. Jetzt können wir natürlich diese Umformung, die wir hier hergeleitet haben, an dieser Stelle explizit einsetzen, und wir erhalten hier
zwei Summanden, nämlich einmal die Summe über alle y, f von y mal der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zur Stoppzeit den Wert y annimmt, geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit einen Wert annimmt, der kleiner gleich n minus 1 ist, plus die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum mal von dieser Funktion oder diesem Vektorelement stochastische Matrix angewendet auf die Funktion f, ausgewertet im Zustand z. Also diesen Term erzeugt sich aus diesem Term, den wir hier haben, und dieser Summe über y, wobei ich einfach Fubini benutzt habe. Multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt n minus 1 sich im Punkte z befindet, geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit t einen Wert annimmt, der größer ist als n minus 1. Und jetzt sieht man, diese beiden Summen kann ich natürlich auch wieder umschreiben mithilfe oder ausdrücken mithilfe von den Erwartungswerten. Dabei erhalte ich jetzt das Folgende. Einmal erhalte ich den Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f, ausgewertet an der Stelle des Prozesses x zum Zeitpunkt t Minimum n minus 1, multipliziert mit der Indikatorfunktion, dass meine Stoppzeit einen Wert annimmt, der kleiner gleich ist als n minus 1. Und Sie sehen an der Stelle, aufgrund dieser Indikatorfunktion, weiß ich natürlich, dass meine Stoppzeit einen Wert annimmt, der kleiner ist als n minus 1. Also hier steht einfach nur x von zum Zeitpunkt der Stoppzeit. Und das ist ja genau das Gleiche, was wir auch hier sehen an der Stelle. Und diese zweite Summe kann ich umschreiben als den Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion stochastische Matrix angewendet auf meine Funktion f, ausgewertet in dem Punkt, wo sich der Prozess zum Zeitpunkt n minus 1 befindet, multipliziert mit der Indikatorfunktion, dass meine Stoppzeit einen Wert annimmt, der größer ist als n minus 1. Durch diese Darstellung sind wir jetzt fast fertig. Was wir jetzt noch machen ist, ich möchte hinzuaddieren den Wert der Funktion f an der Stelle des Prozesses x an der Stelle n minus 1 und ich möchte diesen Wert wieder abziehen. Wenn man jetzt hier sozusagen guckt, was dann passiert, wenn ich diesen Funktionswert abziehe und hinzuaddiere und wieder abziehe, dann sehe ich, dass ich in diesen ersten Summe ich genau diesen gleichen Funktionseintrag erhalte und ich dann diese beiden Indikatorfunktionen zusammentun kann. Damit erhalte ich aus der Summe dieser beiden Indikatorfunktionen gerade eine 1. Das ist also nichts weiter als eine Darstellung der 1. Ich erhalte also mit anderen Worten nur den Erwartungswert bei Start in x von f von ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt der Stoppzeit Minimum dieser deterministischen Zeit n minus 1 plus den Erwartungswert bei Start in x vom Generator angewendet auf die Funktion f, ausgewertet an der Position des Prozesses x zum Zeitpunkt n minus 1, multipliziert mit dieser Indikatorfunktion, nämlich dass die Stoppzeit t einen Wert annimmt, der größer ist als n minus 1. Und aufgrund dieser Darstellung, die wir hier gewonnen haben, können wir das Ganze jetzt iterieren. Das heißt, induktiv erhalten wir, dass der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt t minimum n minus der Funktion f zum Startzeitpunkt x sich schreiben lässt als die Summe k gleich 1 bis n, Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion Generator angewendet auf f, ausgewertet an dem Zustand des Prozesses x zum Zeitpunkt k minus 1, sozusagen sukzessive dieser Term, multipliziert mit der Indikatorfunktion, nämlich dass meine Stoppzeit t einen Wert annimmt, der größer ist als k minus 1. Und Sie sehen,
Dieser Term hier kommt aus dem letzten Term, nämlich wenn n gerade den Wert 1 annimmt. Dann steht hier ja nichts weiter als f von x0 und f von x0 ist nichts weiter als x nach Definition. Damit haben wir sozusagen jetzt diese Darstellung gewonnen. Und die kann ich jetzt natürlich hier einmal diese endliche Summe in diesen Erwartungswert reinziehen. Und dann kann ich noch das Folgende machen. Ich kann diese Summe auch noch darstellen in der folgenden Art und Weise, nämlich als Summe k gleich 0 bis dem Minimum aus t und n minus 1 vom Generator angewendet auf die Funktion f ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt k. Also hier fand auch zudem noch ein Index-Shift statt, den wir hier benutzt haben. Was uns jetzt noch fehlt, ist, wir wollen, um die Dünken-Formel zu erreichen, noch den Grenzwert bilden für n gegen unendlich. Das heißt, in dem Moment, wo wir den Limes n gegen unendlich mit hier diesem Erwartungswert vertauschen können und auf der anderen Seite mit diesem Erwartungswert vertauschen können, sind wir fertig. Auf dieser ersten Seite, auf der Seite, können wir einfach den Limes und den Erwartungswert deswegen vertauschen, weil nach Voraussetzung die Funktion f beschränkt ist. Diese erlaubt uns sozusagen dann sofort die Anwendung des Satzes von Fubini. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn die Funktion f beschränkt ist, kann ich natürlich die Funktion lf von x nach oben abschätzen, relativ brutal, durch zweimal das Maximum der Funktion f. Und wenn wir wissen, die Funktion f ist beschränkt, haben wir hier eine obere Schranke gefunden. Was übrig bleibt, ist noch diese Summe. Und diese Summe addiert sich dann von der Zahl 1, addiert sich dann auf einfach zu dem Erwartungswert von t Minimum n. Also kriegen wir als obere Schranke, indem wir das Minimum weglassen, der Erwartungswert von dieser Stoppzeit t. Nach Voraussetzung wissen wir natürlich auch, dass der Erwartungswert dieser Stoppzeit t endlich ist. Für jedes x, für jeden Startpunkt. Das heißt, wir haben auch hier eine integrierbare Majorante gefunden. Und wir können jetzt den Satz von Lebesgue anwenden und erhalten damit, dass der Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f von xt das gleiche ist wie der Limes n gegen unendlich vom Erwartungswert bei Start in x von dieser Funktion f von xt Minimum n. Können wir diese Darstellung hier benutzen? Und erhalten, oh, hier ist ein Typo. Hier muss natürlich an der Stelle noch das f von x abgezogen werden. Dann erhalten wir diese Darstellung, nämlich die Reihe k gleich 0 bis t Minimum n minus 1 von dem Generator angewendet auf die Funktion f ausgewertet in diesem Zustand xk. Und dann können wir hier wieder Fubini benutzen, Quatsch, den Satz von Lebesgue benutzen, den Erwartungswert in die Summe ziehen und erhalten das gewünschte Resultat. Das ist sozusagen, wird jetzt ein Baustein sein, dieser Satz, diese Dünken-Formel, um weitere Rekurrenz- und Transienzkriterien zu zeigen. Allerdings, und zwar um sozusagen Eigenschaften über LF geschickt ins Spiel zu bringen, brauchen wir noch eine kleine Verallgemeinerung des Begriffes der Transienz bzw. der Rekurrenz eines Zustandes. Und das ist der Inhalt von dem folgenden Lemma. Also ich betrachte wiederum eine Markov-Kette Xn, die irreduzibel sei, mit Startverteilung Nü und stochastischer Matrix P. Mit Werten in meinem Zustandsraum E, der wieder höchstens abzählbar unendlich ist. Und ich möchte noch betrachten eine nicht leere, echte Teilmenge meines Zustandsraumes E. Und dann ist die Aussage des Lemmas das folgende: Falls die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von der ersten Treffzeit dieser Menge A, dass diese
diese Treffzeit endlich ist, also dass diese Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass die Treffzeit der Menge A endlich ist, einen Wert strikt kleiner als 1 annimmt für jedes x aus meinem Zustandsraum E, dann folgt daraus, dass jeder Zustand in meinem Zustandsraum transient ist. Und umgekehrt, falls zusätzlich gilt, dass die Menge A endlich ist und die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass das Ereignis, dass die Treffzeit der Menge A endlich ist, den Wert 1 annimmt für alle X aus meiner Menge A, dann folgt, dass jeder Zustand meines Zustandsraumes E rekurrent ist. Schauen wir uns diesen Beweis im Detail an. So, also die Voraussetzung, dass Xn eine irreduzible Markov-Kette ist, impliziert sofort, dass mein Zustandsraum nur aus einer kommunizierenden Klasse besteht. Das heißt, wenn wir einmal nachgewiesen haben, dass ein Zustand transient ist, dann folgt sofort, dass alle Zustände transient, beziehungsweise wenn ein Zustand rekurrent ist, dass alle anderen Zustände auch rekurrent sind. Schauen wir uns den ersten Teil der Aussage an. Wir nehmen uns also ein Element x aus dieser Menge A her. Dann gilt natürlich omega-weise, dass die Treffzeit des Zustandes x größer ist als die Treffzeit der Menge A. Warum? Naja, es ist dadurch, dass x aus A gewählt ist, es ist natürlich schwieriger, einen einzelnen Zustand zu treffen als die ganze Menge. Und diese omega-weise Abschätzung gibt uns jetzt sofort eine geeignete Abschätzung an die Wahrscheinlichkeit. Nämlich, wir wissen natürlich nach Voraussetzung, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X des Ereignisses, dass die Treffzeit der Menge A den Wert unendlich annimmt, positiv ist. Jetzt können wir natürlich das Folgende machen. Ich kann natürlich aufgrund dieser omega-weisen Abschätzung mit dem Ereignis schneiden, dass die Treffzeit des Zustandes x größer gleich ist als die Treffzeit der Menge a auf dem Ereignis, dass die Treffzeit der Menge a den Wert unendlich hat. Und jetzt sehe ich natürlich, an der Stelle kann ich einfach diese Treffzeit der Menge a auch durch den Wert unendlich ersetzen. Und dann kann ich natürlich dieses Ereignis weglassen und erhalte damit eine obere Schranke, die sich wie folgt liest. Die obere Schranke ist gegeben durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die Treffzeit des Zustandes X den Wert unendlich annimmt. Und aus dieser Tatsache, dass diese Wahrscheinlichkeit strikt größer ist als 0, folgt natürlich sofort für das Gegenereignis, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von dem Ereignis, dass ich den Zustand X in endlicher Zeit treffe, dass diese Wahrscheinlichkeit strikt kleiner ist als 1. Daraus folgt, dass der Zustand X transient ist und mit dem Satz 2.10, dass jeder Zustand des Zustandsraumes E transient ist. Das war sozusagen der einfache Teil dieses Lemmas. Jetzt kommt der etwas aufwendigere Teil. Nämlich, ich möchte zeigen, dass das Gleiche auch gilt für bezüglich der Rekurrenz, falls ich zusätzlich annehme, dass meine Menge A endlich ist. Und hierzu möchte ich wiederum einführen die Karte Treffzeit der Menge A. Und zur Erinnerung, die war wie folgt definiert. Also ich definiere S0 von A als 0. Und die Karte Treffzeit der Menge A ist nichts weiter als der erste Zeitpunkt nach diesem Zeitpunkt der K-1. Treffzeit der Menge A, also n strikt größer als diesen Wert, sodass der Prozess zu diesem Zeitpunkt n sich in der Menge A befindet. Und diese Karte Treffzeit definiere ich für jedes K aus den natürlichen Zahlen. Nach Voraussetzung wissen wir ja, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von dem Ereignis, dass ich die Menge A in endlicher Zeit treffe, gerade 1 ist für alle Zustände X aus der Menge A. Und dies impliziert dann sofort für jedes N aus den natürlichen Zahlen,
dass, wenn ich mir angucke, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Endtreffzeit der Menge a einen endlichen Wert annimmt, das kann ich natürlich jetzt wie folgt schreiben. Das kann ich erstmal schreiben als die Summe über alle Punkte y in a. Und jetzt zerlege ich quasi nach dem vorangegangenen Treffen. Nämlich, wenn ich weiß, dass die n-te Treffzeit der Menge a endlich ist, dann weiß ich mit Wahrscheinlichkeit auch, dass die Treffzeit der die n-1. Treffzeit der Menge a endlich ist. Also kann ich sozusagen hier drauf sozusagen mit diesem Ereignis das Wahrscheinlichkeit 1 hat bezüglich, wenn ich dieses Ereignis voraussetze, schneiden. Und dann kann ich noch das Ganze schneiden, das jungt mit den Ereignissen, wo sich der Prozess denn zum Zeitpunkt des n-1. Treffens der Menge a befindet. Und hier habe ich jetzt nur die Fallunterscheidungsformel benutzt. Was sieht man jetzt daraus? Jetzt kann ich im ersten Teil natürlich die starke Markov-Eigenschaft nutzen. Das erlaubt mir es, sozusagen den Prozess zu diesem Zeitpunkt neu zu starten. Und ich starte dann in Punkt y. Und dann muss ich natürlich diese Endetreffzeit um diese zufällige Zeit der n-1. Treffzeit verschieben. Und das ist dann nichts weiter als das Ereignis, dass die erste Treffzeit einen endlichen Wert annimmt. Also das ist dieser Ausdruck für diese bedingte Erwartung nach Anwendung der starken Markov-Eigenschaft. Und jetzt sehe ich, es bleibt hier die Summe über a übrig, über alle Zustände aus a übrig und diese Wahrscheinlichkeit, dass bei Start in x die n-1. Treffzeit endlich ist und geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zur n-1. Treffzeit der Menge a sich im Zustand y befindet. Und aufgrund der Tatsache, dass nach Voraussetzung diese Wahrscheinlichkeit den Wert 1 annimmt und damit wegfällt, kann ich natürlich hier wieder die Additivität des Wahrscheinlichkeitsmaßes px benutzen, sozusagen diese Summe als Vereinigung reinziehen und dadurch, dass ich weiß, dass zum Zeitpunkt des n-1. Treffens der Menge a, ich mich irgendwo in a befinden muss, ist das dann sozusagen dieses Ereignis ganz Omega. Und damit ist dieser Schnitt nichts weiter als dieses Ereignis, was übrig bleibt. Und ich habe folgende Darstellung erreicht, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit bei Starten x für jedes x aus a das Ereignis, das die Endetreffzeit endlich ist, sich auch ausdrücken lässt als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die n-1. Treffzeit endlich ist. Und jetzt sieht man hier, ich kann das Ganze sukzessiv iterieren und erhalte damit, dass jede dieser höheren Treffzeiten endlich ist für jedes x in a und für jede natürliche Zahl n. Das möchte ich gleich benutzen. So, was weiß ich jetzt? Dadurch, dass der Prozess xn irreduzibel ist, gilt natürlich für jedes x in a und jedes y, das außerhalb von a liegt, dass x und y kommunizieren. Das war gerade die Definition von Irreduzibilität, nämlich dass mein ganzer Zustandsraum E nur aus einer kommunizierenden Klasse besteht. Das heißt insbesondere, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich den Zustand y zum Zeitpunkt unendlich treffe, hat einen Wert, der strikt kleiner ist als 1. Warum? Naja, ich weiß, es gibt ein n, sodass ich in endlicher Zeit von x nach y gehen kann, also muss diese Wahrscheinlichkeit, kann nicht den Wert gleich 1 haben, es muss kleiner sein als 1. Was hat das zur Konsequenz? Naja, folglich existiert natürlich zu jedem x eine natürliche Zahl nx und ein Epsilon von x strikt größer als 0 mit der folgenden Eigenschaft, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass diese
Treffzeit des Zustandes y einen Wert annimmt, der größer ist als n, nach oben beschränkt ist durch den Wert 1 minus epsilon x für alle natürlichen Zahlen n, die größer sind als dieser Wert nx. Das ist gerade sozusagen die Aussage, dass diese Wahrscheinlichkeit strikt kleiner ist als n. Das heißt, wenn ich nur n groß genug wähle, schaffe ich es zu erreichen, dass diese Wahrscheinlichkeit kleiner ist als dieses 1 minus epsilon x. Jetzt möchte ich ins Spiel bringen, dass ich ja nach Voraussetzung weiß, dass die Menge a endlich ist. Und die hilft mir bei Folgendem. Ich definiere mir jetzt eine natürliche Zahl n als das Maximum über alle diese Zahlen nx mit x aus a. Und analog definiere ich mir ein epsilon als das Minimum über alle epsilon x für x aus a. Und die Endlichkeit der Menge a impliziert jetzt, dass zum einen diese Zahl n strikt kleiner ist als unendlich und dass diese Zahl epsilon strikt positiv ist. Und das gilt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes y einen Wert größer n annimmt, kleiner gleich ist als 1 minus epsilon. Und das gilt jetzt uniform für alle n, die größer sind als dieses groß n, was wir hier gewählt haben, und für alle x in a. Und insbesondere wissen wir natürlich auch, dass die n-fache oder die n-te Treffzeit der Menge a natürlich einen Wert annimmt, der größer gleich n ist. Also im besten Fall könnte es n sein, aber im typischen Fall wird es einen Wert annehmen, der größer gleich n ist. Das heißt insbesondere, wenn ich diese Zahl größer mache, dann wird natürlich dieses Ereignis kleiner und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit. Kann ich natürlich auch, wenn ich dieses n ersetze durch diese n-te Treffzeit der Menge a, weiß ich dann auch, dass diese Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses nach oben beschränkt ist durch 1 minus epsilon und das uniform für alle n aus den natürlichen Zahlen und alle x aus der Menge a. Und jetzt möchte ich mir das Folgende angucken. Jetzt fixiere ich hier eine natürliche Zahl k aus den natürlichen Zahlen und gucke mir an die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass die k mal groß n-te Treffzeit der Menge a kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes y. Und jetzt möchte ich so analog verfahren wie gerade eben. Ich weiß natürlich, wenn die auf diesem Ereignis tritt natürlich das Ereignis ein, dass die Treffzeit zum k minus 1 mal n mal der Menge a kleiner ist als y, kleiner als die Treffzeit der Menge y, dass das fast sicher ist. Also bezüglich dieses Ereignisses oder mit anderen Worten, dieses Ereignis ist einfach nur in diesem Ereignis enthalten. Also kann ich das sozusagen hiermit zusätzlich schneiden, ohne dieses Ereignis zu verändern. Dann möchte ich noch eine disjunkte Zerlegung wieder vornehmen bezüglich der Position des Prozesses zu dem Zeitpunkt, dass die k-1 mal n-te Treffzeit des Zustandes a im Punkte z erfolgt. Und dann habe ich nur noch die Fallunterscheidungsformel benutzt. Und jetzt möchte ich wiederum ins Spiel bringen die starke Markov-Eigenschaft, die mir nämlich erlaubt, diese bedingte Wahrscheinlichkeit umzuschreiben als die Wahrscheinlichkeit bei Start in Z von dem Ereignis, dass die n-te Treffzeit der Menge a einen Wert annimmt, der kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes y. Und das sozusagen dadurch, dass wir hier summiert haben über alle z aus a und aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, uniform für alle x aus a und alle n größer als n, dass diese Wahrscheinlichkeit hier sich nach oben abschätzen lässt durch 1 minus epsilon, sehen wir, dass sozusagen wir anschließend, wenn wir diesen Term hier rausnehmen, wir wieder die Additivität dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes benutzen können, diese Summe als Vereinigung wieder in diese Menge reinziehen können und wir sehen,
Dadurch, dass der Prozess zu dieser Treffzeit in der Menge A sein muss, dass dieses Ereignis der ganze Raum Omega ist. Und daraus folgt einfach, dass wir die folgende Darstellung gewonnen haben, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die k mal nte Treffzeit der Menge A kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes Y, nach oben beschränkt ist durch 1 minus Epsilon mal die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die k minus erste mal nte Treffzeit der Menge A einen Wert annimmt, der kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes Y. Und jetzt sieht man hier, warum wir das gemacht haben. Wir können das Ganze jetzt iterieren. Wenn wir das jetzt n mal iterieren, erhalten wir natürlich eine obere Schranke, eine deterministische obere Schranke für, naja, deterministisch ist wie immer, aber eine obere Schranke der folgenden Art, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die k mal n Treffzeit der Menge A einen Wert annimmt, der kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes Y, ist nach oben beschränkt durch 1 minus Epsilon hoch k, und das gilt natürlich für jedes k und für jedes x aus meiner Menge A. Und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen: Ich möchte natürlich eine Aussage treffen über die Rekurrenz dieses Zustandes oder die Transient, nee, die Rekurrenz dieses Zustandes Y. Also gucke ich mir an, die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die Treffzeit des Zustandes Y den Wert unendlich annimmt. Das kann ich natürlich auch ausdrücken, dadurch, dass diese Ereignisse hier monoton sind, mit Hilfe der Stetigkeit des Limes, auch als der Lim-Sub für k gegen unendlich, in der Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass die k mal nte Treffzeit der Menge A einen Wert annimmt, der endlich ist. Geschnitten mit dem Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes Y den Wert unendlich annimmt. Und wir wissen natürlich von jedem dieser Ereignisse, dass die Wahrscheinlichkeit 1 ist. Das haben wir ja gerade hier nachgewiesen. Das heißt, was wir hier einfach gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip geschnitten mit Ereignissen, die Wahrscheinlichkeit 1 haben. Was ich jetzt hier ausnutzen möchte, ist das Folgende. Ich kann natürlich dieses Unendlich hier auch ausdrücken durch die Treffzeit des Zustandes Y, und dann möchte ich einfach dieses hintere Ereignis weglassen und erhalte damit eine obere Schranke. Jetzt sieht man, diese Wahrscheinlichkeit haben wir ja gerade abgeschätzt, nämlich durch 1 minus Epsilon hoch k. Wir können also den Lim-Sub für k gegen unendlich ausführen und erhalten, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade 0 ist. Daraus folgt also mit anderen Worten, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, des Ereignisses, den Zustand Y in endlicher Zeit zu treffen, gerade 1 ist. Es bleibt nur noch eine Kleinigkeit nachzuweisen, nämlich angenommen, der Zustand Y wäre transient. Dann folgt aus dem Satz 2.12, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, des Ereignisses, dass die Treffzeit einen endlichen Wert annimmt, strikt kleiner als 1 ist. Aber wir haben ja gerade gezeigt, dass das gleich 1 ist, also ist das ein Widerspruch. Folglich ist dieser Zustand Y rekurrent. Und nach Satz 2.8 wissen wir damit auch, dass jeder andere Zustand in meinem Zustandsraum auch rekurrent ist. Und damit haben wir diesen Satz bewiesen.